Shalom und herzlich willkommen zurück zu Deponia. Ja, in der letzten Folge sind wir mehr oder weniger sinnlos, komplett ohne Plan rumgerannt, haben absolut keine Ahnung gehabt, was wir tun, haben uns 5 Milliarden Mal gefühlt alle Texte angehört und jetzt begrüße ich euch zu einer neuen Folge. Und wir werden die... ich mach mal ganz kurz... So viel Zeit muss sein. Ich habe absolut nichts dagegen, Pokis Gesicht die ganze Zeit über zu sehen, aber ich finde für das Let's Play ist es schöner, wenn wir einfach komplett das freie Bild haben. Okay. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das letzte Mal spielen ist schon ein bisschen länger her. Ich mache das ab dieser Folge wieder in einer komplett neuen Aufnahme. Ich hoffe, ihr bleibt mir auch weiterhin so treu gewogen. Weil jetzt habe ich nämlich so ganz leicht das Gefühl, dass ein bisschen mehr passieren wird als letztes Mal. Zurück in Deponia. Hallo Lotti. Hallo Lotti. Du schon wieder? Oh yeah. Die Frage aller Fragen. Sind wir jetzt endlich dran? Geht es jetzt endlich weiter? Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch! Ich habe dich doch auch schon aufgerufen! Oder etwa nicht? Ja, das hast du. Ich verschwinde! Lass dich nicht aufhalten! Alles klar. Diese Folge wird auf jeden Fall um einiges interessanter, da ich das Gefühl habe, dass uns dieses Mal das Glück ein bisschen holder ist. Schauen wir mal ganz kurz in die schlaue Hilfe. Wir haben hier Dr. Gizmo, Bürgermeister Lotek und seine Tasche. Einmal den Wenzel, einmal zum Rathaus, einmal die Goal. Wir haben den Knopf und wir haben den Karton. Und was mir jetzt die letzten Folgen komplett vorbeigelaufen ist, das ist ein witzig kleines Schildchen, auf dem man so ganz, ganz leicht Feuer verboten lesen kann. Habe ich mal ein bisschen nachgedacht. Das steht ja im Pappkarton. Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Zur Feier des Tages? Ich weiß es nicht. Wir haben auch noch diesen wunderschönen Handschweißbrenner, dieses Handschweißgerät. Und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, ob das klappt. Ob wir hier ein klein bisschen für Unruhe stiften können. Los geht's. Tatsache. Was riecht denn hier so komisch? Das war's. Feuer! Das Rathaus brennt! Brandschutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Wo ist das Feuer? Na dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. Oh. Ich gehe mal zu Go. Ich guck mal, ob sie okay ist. Hallo, wie Go. Wie friedlich sie schläft. Da hilft nur extra starker Kaffee. Starker Kaffee. Was haben wir denn hier schön? Ein Stethoskop? Na, endlich. Ich dachte schon, ich muss für immer in diesem Schrank bleiben. Das ging schneller als erwartet. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Medizinmodus aktiviert. Dr. Gizmo zu Ihren Diensten. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt. Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Alarm! Diebstahl! Polizeimodus aktiviert. Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Niemand verlässt den Tatort. Verrückt. Geben wir es ihm zurück. Oder schieben wir das Ding einfach Low-Tech? Wenzel, guck mal, sieh nur, ein dreiköpfiger Affe. Oh,
Papa Rufus. Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. So, ja? Das reicht jetzt aber. Ach kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Das ist doch wohl... Aha, da ist ja auch der Corpus Delicti. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lothar. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Wie ein kleines Kind. Ach ja? Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Wie friedlich sie schläft. Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich ich könnte mir das stundenlang anhören. Aber ich habe Besseres zu tun. Zum Beispiel muss ich Goal Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Das Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Naja, niedlich aber aus. Zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht Goal, feuern. Goal, darf ich dich auf einen Kaffee einladen? Ich war das. Ah! Der Zahn. Okay. Alles okay bei dir? Nummerland. Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt gleich da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Das kriegen wir hin. Danke, Doktor. Ja, Goal, ich bin's. Ich hab dich mit dem Kaffee des Jahrhunderts geweckt. Ich hoffe, das ist okay. Goal, ich bin's, dein Retter. Bisse, Putz. Nein, Rufus. Ja? Putz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Das erinnert mich ganz, ganz stark an den Film Snatch. Du kannst mich auch Susan nennen, wenn ich das glücklich macht. Oh, das ist ein so grauenhafter Anmarsch. Aber hat das nicht wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ach komm, das war witzig. Weil, ich meine, du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also war das witzig. Verstehst du? Putz. Hallo? Jemand zu Hause? Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Komm zu dir. Sup, Kartoffelsup. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Das schätze ich sehr an einer Frau. Aber was mich jetzt am meisten interessiert... Ritzel, Fitzel, Britzel? Nibbel, Fribbel, Sibbel. Aber... Hugel, Wugel? Basel, Fasel, nimm. Das... Mammelframs? Bimfidi Bum, klopp. Ach, Goal. Die Frau ist ja total plemplem. Plemplem, tataratitim. Was hab ich auch erwartet? Dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Elysium. Wir müssen zurück nach Elysium. Wie war das? Schreckliche Dinge. Der Organon hat uns verraten. Schnell! Wir müssen zurück. Nach Elysium, ja. Du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Was? Nein, ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet.
Rufus? Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier? Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Es ist verwirrend, aber ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Du, ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin... Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das ist was anderes. Großzügig? Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Nochmal zu dem Großzügig. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang nicht sehr viel für dich geleistet, weißt du? Bitte, Rufus, du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Tja, das stimmt wohl. Du kannst hier wirklich nur mir trauen. Nur mir. Und das so die beste Idee ist. Du hast deinen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig zurückzukommen. Meine Worte. Bitte, Rufus, kontaktiere Cletus. Ich wäre dir unendlich, unendlich dankbar. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Anspann, ran, drauf, auf, ab. Aber putz. Das Kreuz eines Helden. Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein? I feel you, bro. Okay. Wir sind natürlich in der Geschichte ein klein bisschen weitergekommen. Wir haben endlich Goal geweckt. Wir haben endlich mit Goal gesprochen. Jetzt müssen wir aber auch ein freies Funkgerät finden. Die Frage der Fragen ist nur, wo zum Geier finden wir jetzt ein Funkgerät? Vielleicht weiß der Feuerlöscher raus. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Oh ja, das sind wir. Die Drogen sind schon alle. Können wir nochmal mit Goal reden? Vielleicht haben wir was vergessen. Kontaktiere Cletus. Das habe ich jetzt nicht vergessen. Der Clown unter die Narkosegasen. Clowns. Ich hasse Clowns, aber ich habe da noch ein paar Ballons. Vielleicht kann ich ja... Einer reicht vorerst. Ach ja, stimmt, ich habe noch einen. Papapapopapagei. Papmamama. Reden wir mal eine Runde mit Gizmo. Hallo, Dr. Gizmo. Rufus, tut der Kopf noch weh? Das Einzige, was mir wehtut, ist, dass ich noch immer in diesem Kaff festsitze. Ich fürchte, dafür habe ich keine Medizin. Außer vielleicht diesen Rat. Das hier ist dein Leben. Akzeptiere es. Was ist denn nun mit Goal? Ich glaube, es ist das Implantat. Es wurde bei ihrem Sturz beschädigt. Aber das Wichtigste Goal ist... Goal muss zurück nach Elysium. Guter Witz. Nichts, was auf Deponia landet, kommt je zurück nach Elysium. Aber was wird dann aus ihr? Der Bürgermeister hat entschieden, dass sie hier in Kuvak bleibt. Und ich halte das für sehr vernünftig. In ihrem Zustand würde ich einem Transport ohnehin nicht zustimmen. Selbst wenn das Ziel realistisch wäre. Das Ziel ist durchaus realistisch. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein! Menno. Mir fällt da gerade was ein. Ich will einen Notfall melden. Ich höre... Feuer? Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja. Die wir bereits da erfüllt haben. Nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Mwahuaha. Nein, das ist doch kein Notfall. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Ich komme wieder. Ich kann es kaum abwarten. So. Goal schläft, Gizmo ist verärgert. Spielen wir mal ein bisschen rum. Hey, was treibst du da? Ich dachte, ich darf garantiert kurz mal an ihrem Hebel ziehen. Guter Witz. Aber... Nein!
Och, Manu. Dabei hatte ich mich so gefreut. Ah ja, so ist das. Hier haben wir noch den Papagei. Können wir den eigentlich... Nö, zurücksetzen können wir... Na, ich glaube, bevor ich versuche, ihn Hanek wiederzugeben, werde ich nochmal kurz Lon zu besuchen. Ob er schon fertig ist mit Aufräumen. Ja, hallo Lonzo. Wie geht's, Lonzo? Ah, Rufus. Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Weißt du, ist gerade schlecht. Ich muss da Jens schnell weg. Ich habe da noch so einen Termin um 4. Vielleicht können wir Toni den Papagei zurückgeben. Hallo Toni. Total verrückte Geschichte. Papagei, erzähl, was passiert ist. Nein. Toni übt offenbar einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ah, Rufus hat die Bremslöcher an Frau Kunis Rollstuhl zerschnitten. Ah. Ja, das war lustig. Ich glaube, ich gebe ihn Hanek zurück. Das wird bestimmt das Sinnvollste sein. Los, zurück in die Gasse. Guck mal, Hanek, ein funktionierender Papagei. Er hat seine Aufsichtspflicht sträflich vernachlässigt. Bei mir ist der Vogel besser aufgehoben. Ja, wie sagt man so schön, Vögel fühlen sich auch nur bei unter Vögeln am wohlsten. Ich würde ja unglaublich gerne mal in die Poststelle gehen, aber wir müssen das mit der Öffnungszeit noch irgendwie hinkriegen. Schauen wir mal, der Fernschreiber, da haben wir letztens ein bisschen herzlich drüber gelacht. Der jetzt geheimen Schnapsvorrat haben wir auch geplündert. Eines der wenigen Fernsprechgeräte in diesem Kaff. Warum bezahlen wir überhaupt einen eigenen Telefonisten, wenn eh keiner telefoniert? Ich weiß schon, warum ich keine Steuern bezahle. Weil du nicht arbeiten gehst. Nächster, bitte! Ich glaube, das bringt nicht viel. Aber Lotek ist auch gar nicht weg. Ach Quatsch, ich meine, Lotek ist gar nicht da. Der hat doch eine Uhr. Oh, Mikrofon. Ich wusste gar nicht, dass die Stadt ein Mikro hat. Wahrscheinlich für diese ach so wichtigen Bürgerversammlungen, zu denen ich nie eingeladen werde. Verrückt. Ja, nehmen wir erstmal das Mikrofon mit. Das braucht bestimmt eh keiner mehr. Oh. Das war scheinbar sogar wichtig. Ich sehe jetzt hier zwar noch nichts, aber wir müssen erstmal ein freies Funkgerät finden. Das ist das Wichtigste. Es ist Zeit für ein weiteres Manöver. Touché. Würde dann und gerne mal. Jetzt vorsichtig. Ja, ganz vorsichtig. Wie ein Ninja. Und wir haben die Uhr. Lange Finger, leise Treter. Rufus war der Übeltäter. Wicko, wicko, wicko. Wicko, wicko, wicko. Er ist und bleibt ein Penner. Na, wahre Worte wurden noch nie gesprochen. Das ist ja, glaube ich, übelst geil für eine Catchphrase, was er gerade gesagt hat. Allerdings ist es, glaube ich, nicht so wirklich die beste Catchphrase, weil sie ihn ja irgendwie verrät. Klick. Ich glaube, die Post hat auf. Postana! Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nee. Nee, ne? Vielen Dank, Lotti. Ich werde dann mal gucken, was das Postamt zu bieten hat. Boah, ein Roboter. Ein Postbot. Der Job ist so langweilig, dass ihn nur ein Roboter machen kann. Und selbst der zeigt schon Anzeichen einer Depression. Gucken wir mal ganz kurz. Ganz kurz. Ganz kurz. Ein Funkgerät. Eine Klappe, noch eine Klappe. Ersatzkatzenschublade. Bitte was? Fehler, Fehler. Dann halt nicht.
Der Postbot. Da ist ein Funkgerät, ein... Der Flipfogel sieht cool aus. Rathausecke. Klappe. Reden wir zuerst mit dem Postbot? Oder gucken wir, was in der Klappe ist? Oder in der Klappe? Oder wie wir irgendwie, wie auch immer, an das Funkgerät rankommen? Und was hat es mit Ersatzkatzenschublade auf sich? Wie entscheide ich mich? Links, rechts, rechts, links? Ich glaube, ich entscheide mich für... Ah, oh mein Gott! Ich entscheide mich dafür, es in der nächsten Folge zu tun. Ich danke vielmals für eure Zeit. Wünsche euch noch einen schönen guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video schauen werdet. Und ich verabschiede mich dann mal. Bis dahin. Tschüssi.